herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Jawohl, Phantomas macht Spaß. Grüße gehen raus an alle meine Abonnenten. Mittlerweile über 1200. Vielen, vielen, vielen Dank. Ich bin sehr begeistert. Ich freue mich natürlich über jeden, der der kleinen Phantomas-Familie treu bleibt und treu ist. Und der ein Phantömchen wird sozusagen. Das macht keinen Sinn, aber egal. Warum sind wir hier? Warum sind wir hier? Hast du was Neues von Wish? Natürlich jetzt heute mal nicht. Denn heute habe ich mal einem alten Freund eine neue Chance gegeben. Und zwar meine erste Lootbox. Also wer das nicht kennt, Lootboxen sind monatliche Abo-Boxen aus dem Bereich Gaming, Film, Merchandise, sowas. Ne? Meine erste Box war, na, was war sie wohl? Richtig, es war die Loot Chest. Und der Loot Chest habe ich gedacht, gebe ich mal eine neue Chance. Denn ich habe bei meinem Kollegen Björn, also Björns Nerdvlog, habe ich ein geiles T-Shirt gesehen. Und das wollte ich unbedingt haben. Ich habe immer bei Loot Chest in den Shop geguckt, ob das schon online ist, ob das schon zu kaufen gibt. Und es gab es endlich zu kaufen und ich habe es natürlich dann gleich genommen, weil ich bin ein großer Fan von beiden Filmen. Es ist ein Crossover aus zwei Filmen. Und der Style hat mir einfach so gut gefallen, dass ich gesagt habe, nee, komm, das kaufst du dir. Und in dem Shop gab es halt noch Sachen. Da gab es verschiedene kleine Boxen, was heißt verschiedene Boxen, für 19,99 oder für 24,99 gab es da Boxen. Das sind nicht die regulären Monatsboxen, sondern das sind so Boxen, um dich zu überzeugen, vielleicht ein Abo zu benutzen, ein Abo zu machen. Und habe mir gedacht, wenn ich sowieso schon 3,99 an Versandkosten bezahle, warum nicht? Dann haue ich noch die 20 Euro drauf und hole mir eine Box. Und hier ist es. Ihr seht, Loot Chest hat das schön in einem zwei Boxen zusammengeklebt. In dem einen ist das T-Shirt drin, was ich geordert habe, und im anderen ist dann die Box. Ich glaube, hier, das ist die Lootbox und das müsste das Shirt sein. Und wir schnacken nicht lang, wir machen das jetzt einfach mal auf. Ich wollte eigentlich zwei Videos draus machen, aber gedacht, komm, egal, machen wir ein Video draus. Weil es da beides dasselbe ist, grün und grün. So, ja, hier müsste das T-Shirt drin sein. Und natürlich ist es hier auch wieder zugeklebt. Es ist überall zugeklebt, also ehrlich. Und ich habe kein Unboxing-Messer mehr dabei hier. Ich musste hier die... Oh nein, den Karton kaputt gemacht. So. Alter, das gibt's doch wohl nicht. Das klebt doch immer noch. Fail! So. Eine Rechnung, die wollen wir nicht weiter angucken. Eine Karte mit dem Pummel-Einhorn drauf und hier noch so ein Typ, der könnte eindeutig einer von uns Nerds sein. So, und hier ist das T-Shirt. Boom. Oh, es gibt sogar noch ein Leckerli. Es gibt sogar noch hier ein Nuklear-Gum. Oben drauf. So. Und welches T-Shirt ist es? Welches T-Shirt ist es? Das ist ein mega nice T-Shirt, wie der liebe Björn nochmal sagt. Boah, ich glaube, ich habe nur mal zu groß gekauft. Das ist das John Wick T-Shirt. Da, es ist einmal quasi Scarface und John Wick in, ja, nice. In super nice. Ja, super nice, ne? Und wie sieht's aus? Wollen wir es anmachen? 1, 2, 3 und ja! So, so sieht's aus. John Wick. Ich hätte es auch nur noch mal kleiner kaufen können, ist mir gerade aufgefallen. Aber meistens, bei mir laufen sie irgendwie nach dem ersten Waschen eine Nummer ein. Also von Ding her, nach dem ersten Waschen wird es ganz nice sein. Mir gefällt das super nice. Ich freue mich sehr. Er kostet 14,99, falls ihr da auch Interesse dran habt. Loot Chest, ne? Mal so by the way erwähnen. Und hier ist diese Box, die einen überzeugen soll. Kauf die Loot Chest, die ist mega! Und ich sag mal, gucken wir mal rein. So, oha. Ich glaube, das war eine gute Entscheidung, so eine Box zu holen. Wir gucken mal, was da drin ist. So, hier haben wir, was haben wir hier Schönes? Nochmal die Karte für das Pummel-Einhorn. Dann Let's Get Reunited. Oh Gott, oh Gott. Also Reunited, ne? Hier, einmal, da, sehe. Und 10% auf Rabattcode Reunited 1337. Könnt ihr mal gucken hier. Wenn ihr 10% möchtet, na, dann holt ihr euch, dann gebt ihr den Code ein. So. Ja, kleinen Einblick. Die Reunited Box gewährt dir einen kleinen Einblick auf die nerdtastische Welt der Loot Chest Community.
Wir von der Loot Chest sind ständig auf der Suche nach den coolsten Items aus Games, Filmen, Serien und um unseren Lootern jeden Monat aufs Neue zu verblüffen. Spaß, die wachsende Neugierde und vor allem die Überraschung stehen dabei im Fokus. Tauche mit Loot Chest in die unvergessliche Welt der Nerds, Geeks und sichere dir deine monatliche Überraschung auf www.lootchest.de. Get united, let's loot! Yeah! Let's loot, baby! Item Nummer 1! Was ist das denn Schönes? Ein Knex, und zwar von Nintendo. Und es ist eine Knex-Figur von Nintendo. Und es fühlt sich so an, als wäre es... was könnte das denn sein? Was ist denn hier drauf? Also entweder ist es... Nee, Pilz ist es nicht. Es könnte Mario als Fuchs sein. Gucken wir mal rein, oder? Ich wollte das gerade so aufreißen. Ich hab doch eine Schere. Komm. Ist es Mario als Fuchs? Ja, sehe nach. Es ist... Nein, es ist dieser rote Fisch. Dieser, wie heißt er noch? Nice. Item Nummer 2. Das ist eine Zuckerkette. Da ist ja alles Mögliche drin. Das ist so eine Zuckerperlenkette. Die werde ich wahrscheinlich weiter verschenken. Ich weiß auch schon, zu welcher Gelegenheit. So, Item Nummer, was ist das jetzt? 1, 2, 3. Hier haben wir ein offizieller Solo Keychain. Und zwar von der, wenn ihr den gesehen habt, den Film, dann wisst ihr, das ist, glaube ich, eine Splittergruppe der Rebellion, die dann so entsteht irgendwie. Ja, nicht schlecht. Also Item Nummer 1, 2, 3. Item Nummer 4, und ich hab's schon gesehen und ich bin begeistert! Okay. Es ist ein Notizbuch von Game of Thrones! Ja! Super! Ich liebe es. Das habe ich schon oft gesehen in anderen Unboxings, zum Beispiel von verschiedenen Leuten. Mir fällt spontan keiner ein. Auf jeden Fall ist es hier ein Stark-Notizbuch. Hier sieht man den Stark-Löwen und der hat hier noch so ein Wappen. Ne? Da auch nochmal Stark. Und so gelbe Seiten liniert. Und ich glaube, da ist noch die Karte von Westeros. Hier, ne? Da. Sieben Königslande und so. Ne? Ja. Mega! Ich bin jetzt schon sehr zufrieden. Ich glaube, das Notizbuch alleine kostet fast 10 Euro. Ich bin jetzt schon sehr zufrieden mit der Box. Was haben wir denn jetzt? Was ist denn jetzt? Item Nummer 4, 5? Was ist es jetzt? 1, 2, 3, 4. Item Nummer 5 kommt jetzt. Und wir haben hier eine Figur, wie es aussieht. Und zwar eine Figur von... Was ist denn das? Mortal Kombat Bubblehead Scorpion! Und es ist ein Mortal Kombat Bubblehead Scorpion. So sieht der gute Kerl aus. Ja! Ich bin jetzt nicht so der Hammer-Mortal Kombat-Fan. Ich mochte das Spiel zwar sehr, aber ich habe jetzt keine Mortal Kombat-Sammlung. Vielleicht geht das tatsächlich dann mal in eine Verlosung. Ich werde jetzt auch nicht auspacken. Aber nicht schlecht. Sehr, sehr schön. Was waren das jetzt? 1, 2, 3, 4, 5. Ist das jetzt Item Nummer 5, 6 oder was? Nee. 1, 2, 3, 4, 5. Item Nummer 6 kommt jetzt. Ist noch was drin? Item Nummer 6. Oh, habe ich auch schon oft gesehen. Ist also eine Mischung aus verschiedenen Boxen, glaube ich. Und diese Game Boy Money Bank. Diese Game Boy Money Bank, die habe ich schon oft gesehen. Ist aus Metall. Und die hat hier so ein 3D-Wackelbild, dass es so aussieht, als wenn du wirklich spielen könntest. Die gefällt mir sehr, das muss ich sagen. Ja, die habe ich auch schon oft gesehen, habe gedacht so, ja, die könnte mir auch gefallen. Ich bin allerdings immer so der Typ, der dann am Ende des Monats sagt so, oh, ich brauche noch ein bisschen Knete nebenbei oder so. Oder wenn ich mal wieder irgendwo was gesehen habe, zu viel ausgegeben habe, dann muss ich immer an die Reserve gehen. Nein, Quatsch, aber ich bin mal nicht so der Typ, der spart. Weil wenn ich weiß, da ist ordentlich Kohle drin, dann bin ich immer schon versucht, das mitzunehmen auf die nächste Con. Ne? So, da ist noch ein T-Shirt drin. Und dann war es das auch. Ne, Quatsch, da ist noch ein Teil drin. Und zwar ein Print. Ein Print ist da noch drin. Von Capcom zertifiziert. Das sagt überhaupt nichts aus über das Ding. Aber das ist Major Man. Es ist Major Man. Ne? Ihr könnt mal sehen hier. Mega Man. Ne? Von Capcom zertifiziert in the year 2000XX. Auch sehr nett. Und dann haben wir hier
ein offizielles Fallout-Produkt. Ich würde mal sagen, es ist Fallout 3. Bin jetzt aber, jawohl, Vault Hunter. Ist das nicht dann doch irgendwie von Fallout? Ich hab mir das, glaube ich, viel zu groß bestellt wieder. Also so fett bin ich noch nicht. Ich habe nur gedacht, Mensch, manchmal passen mir die nicht. Also ich sag mal 2XL, ne, passt meistens nicht. Und manchmal laufen sie auch ein. Bei mir ist das wirklich so, ich wasche die oft falsch, denke ich mal. Und dann laufen sie auch ein. Meine Schuld, weiß ich. Und dann habe ich gedacht, komm, dann machst du nochmal eine Nummer größer. Und ich glaube, das ist jetzt ein bisschen zu groß, aber egal. So, hier. Es ist der Vault Hunter. Ne? Auch so 15 Euro wert, würde ich mal behaupten. Es ist ein offizielles. Nee, es ist. Nee, also hier steht nicht, dass es von Batista Games ist oder so. Aber es wird auf jeden Fall original sein. Denke ich mal so. Ne? Wollt ihr auch mal anziehen oder was? Da komm. 1, 2. Whoop, da ist es. Ja, es fällt überraschend klein aus, muss ich sagen. Hier einmal. Alle für die Größe. Habe ich dann doch vielleicht. War doch gut, die Größe zu nehmen. Ich sag nicht, welche Größe. Die können ja raten. 12XL. Ja, richtig. Nein, Quatsch. Aber es geht. Wenn es nicht einläuft, dann ist es voll okay. Ja, ist okay. Also, was hatten wir in der Box? Also, es gibt also kein Loot-Heft, wie sonst auch irgendwie, wo da drin steht, was du bekommen hast. Aber ich sag mal, 15 Euro. Ich habe 19,99 bezahlt. Und ich sag mal, 15 Euro, also 10 bis 15 Euro das T-Shirt. Dieser Print, den würde ich mit, also wenn ich den jetzt im Laden kaufen würde, so maximal 5 Euro berechnen. Dann bei 20 Euro, da habe ich die Box schon mal drin. Diesen Nintendo Game Boy Spardose, die habe ich, glaube ich, schon für 10 Euro gesehen. Dann sind wir bei 30 Euro. Die Bubblehead-Figur, ich würde auch mal sagen, die kostet so, wenn du sie über eBay kaufst, ne, dann wird sie wahrscheinlich so 10 Euro kosten. Sind wir bei 40 Euro. Ne? Das Buch habe ich auf jeden Fall schon für 10 Euro gesehen. Ne? Sind wir bei 50 Euro. Dann diesen Schlüsselanhänger, die sind meistens so bei 4 bis 5 Euro, sind 55 Euro. Dann noch diesen kleinen hier von Mario, ne? Den kleinen Fisch hier. Ich denke mal von Knex. Ich habe keine Ahnung, wie das so gehandelt wird. Aber ich schätze auch mal so 4 Euro. Wo waren wir jetzt dann? Bei 59 Euro. Und dann noch diese leckere Zuckerkette. Die kostet wohl, na, sagen wir mal, was kostet die? 50 Cent oder so. Sind wir so knapp bei 60 Euro. Runden wir mal auf 60 Euro. Für 20 Euro. Finde ich in Ordnung. Ne? Da habe ich ja auch das John Wick T-Shirt quasi wieder raus. An Items. Na gut, ich habe jetzt insgesamt habe ich bezahlt. Ja klar, insgesamt halt bezahlt 34,99 oder so. Ne? Und hier ist das John Wick T-Shirt, was ich wirklich sehr mag. Und das wird auch getragen jetzt. Und ja, das T-Shirt ist auch nicht schlecht. Bin ein großer Fallout-Fan, ich mag das sehr gerne. Ich wollte auch immer Cosplay machen als Fallout, also als Vault-Bewohner. Vielleicht kommt das ja noch. Vielleicht seht ihr mich ja auf der Comic-Con Berlin oder mal gucken woanders vielleicht dieses Jahr noch. Und wenn ich es hinkriege, dann vielleicht sogar als Fallout-Junge. Aber auf jeden Fall mit eigenem T-Shirt, damit ihr mich auch erkennt. Obwohl, ich bin ja breit genug. Ne? Wenn ihr dann seht, so, ey, das ist ein dicker in der Menge, das muss der Tor von Thomas sein. Da muss er sein, da, der Dicke, da. Ne? Und meistens bin ich es dann auch. Nein, Spaß. Ich würde mich freuen, wenn euch das Video gefallen hat und wenn ihr mich abonnieren würdet, das kostet euch nichts, supportet mich ein bisschen und schaut auf jeden Fall mal in der Endcard vorbei, denn da gibt es noch viele tolle weitere Videos von mir. Beziehungsweise in meiner Video-Playlist. Also auf jeden Fall bekommt ihr in der Endcard ein Video von mir. Außerdem den Link zu Nerdtaste. Der macht richtig geile Videos über Filme, Nerdkram und was ihm sonst noch so unter die Finger kommt. Auf jeden Fall sehr nerdig. Und dann ist er noch der Björn von Björns Nerdblog. Wie gesagt, ne, schönen Gruß an dich, Björn. Und wie gesagt, ich habe das T-Shirt bei dir gesehen und dann musste ich es einfach auch haben. Weil John Wick ist cool und das ist ein Mix aus John Wick und Tony Montana mit der japanischen Schrift. Das gefällt mir super. Und das musste ich einfach kaufen. Ne? Ich wünsche euch was. Ich sage bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Gern geschehen.